Aussage des Angeklagten Baretzky, 137. Verhandlungstag, 18.02.1965. Herr Präsident, das stimmt nicht. Der Dr. Lukas war zu der Zeit Lagerarzt in B-Lager. Wenn das Lager B ist vergast worden. Da war Lagerarzt. Ich kann mir ausdrücken, welchen Lager der gehabt hat. Zu der Zeit hatte ich Lager B, Zigeunerlager und Lager Mexiko. Das waren die drei Lager, die Dr. Lukas unterstanden sind. Das Lager A, das Lager D und das Lager F hatten den Stand Dr. Klein. Und in der Zeit, wo das vergast worden war, Dr. Lukas Lagerarzt gewesen. Genauso, er war Lagerarzt in Mexiko gewesen auch. Wenn er hier sagt, dass er Leute geholfen hat, das mag vielleicht sein, 45, hat er sich eine Rückfahrkarte besorgt, aber in Auschwitz, das hat er nicht gemacht. Das habe ich auch gesagt, dass er, früher hat er 5000 Menschen in eine halbe Stunde in die Gas geschickt, heute will er sie als Retter dahinstellen, das stimmt nicht. Wieso wissen Sie, dass er 5000 von oder viele Tausende von Menschen ins Gas geschickt hat? Wenn er auf der Rampe war, hat er sie ins Gas geschickt. Bitte? Wenn er auf der Rampe war, hat er sie alle ins Gas geschickt. Ja, also Sie haben doch eben auf die Befragung von Dr. von Rechtsanwalt Rabe gesagt, Sie hätten ihn zwar auf der Rampe gesehen, aber Sie könnten sich, Sie könnten nicht mit Bestimmtheit behaupten, dass er vergast oder beziehungsweise Leute selektiert hätte. Ich konnte mich hinstellen und zugucken, wenn er Sie nehmen es lediglich an. Hundertprozentig. Sie nehmen es an. Jawohl. Ja. Hundertprozentig. Vorhin haben Sie gesagt, hundertprozentig könnten Sie es nicht behaupten. Herr Vorsitzender, Sie müssen verstehen. Ja. Auf der Rampe. Es sind ein paar Offiziere auf der Rampe da, ja? Ja. Aber nur ein Offizier oder höchstens zwei Offiziere. Aber meine Ansicht ist nur ein Offizier, ein Arzt, und der selektiert, der andere Offizier, zum Beispiel der Lagerführer auf der Rampe ist, der selektiert doch nicht. Oder von Arbeitseinsatzoffizier, der selektiert doch nicht, selektiert nur der Arzt. Was meinen Sie, mein Chef ist gegangen für den Lukas selektieren? Oder der Kommandant ist gegangen für Lukas selektieren? Wenn Herr Kramer gesagt hat, selektieren Sie für mich, hätte ihn woanders hingeschickt. Ja. Dr. Lukas, wollten Sie noch etwas dazu sagen? Nur sagen, dass Sie mich hier nicht als Retter der Menschen aufgespielt habe, sondern die ganzen Zeugen, die hier erschienen sind, die kannte ich gar nicht, die sind nicht auf meinen, die haben sich hier spontan gemeldet gehabt. Ja. Zweitens nochmals betonen, dass ich nicht mehr in Birkenau war, wie das Theresienstädter Lager aufgelöst wurde, dass ich da einige Tage vorher schon abgelöst wurde. Ja. Das werden sicherlich die polnischen Ärzte auch bezeugen können. So. Sonst, jetzt Herr Staatsanwalt. Ich benenne in diesem Zusammenhang den Herrn Kasimir Wolfczyniki, Präsident des polnischen Automobilclubs, zum Beweis für folgende Themen. Erstens, dass der Angeklagte Dr. Lukas im Sommer 1944 auf der Rampe selektiert hat und dass dieser Zeuge die Tätigkeit des Dr. Lukas vom D-Lager aus beobachtet hat. Zweitens, dass dieser Zeuge nach Kriegsende den Angeklagten Boger damals im Rahmen der Vernehmungen bei seiner ersten Verhaftung verhört hat und dass der Angeklagte Boger damals weitergehende Aussagen über die Verhältnisse im Lager gemacht hat als heute. Ja, Herr Staatsanwalt, wir haben jetzt immerhin Mitte Februar. Wenn jetzt noch solche Anträge kommen, dann können wir ein Ende des Prozesses überhaupt nicht absehen. Einmal müssen wir ja uns entschließen, nun mal eine Entscheidung zu treffen. Wenn immer wieder neue Beweisanträge gestellt werden, wie heute Morgen wieder, und die Beweisanträge sind nachher so schwer durchzuführen, weil die Zeugen zum großen Teil einfach nicht dabei kommen, dann weiß ich nicht, wann der Prozess mal zu Ende gehen soll. Jetzt fangen wir wieder neu an, um wieder jemanden zu hören, der den Boger mal vernommen hat und wobei der Boger irgendwelche Aussagen gemacht haben soll. Das müsste man doch eigentlich... Kein Bett gehabt, keine Decke gehabt, gar nichts. Aber reinen Boden haben sie geschlafen. Kein Wasser, keine Toilette, überhaupt nichts. Da waren einige tausend Menschen. Die krochten einen Tag, im Tag ein Fass Wasser. Das sind 1000 Liter Wasser. Und wenn sie hinten den Hahn aufgemacht haben, ja, das spritzt so alles heraus, wenn sie die Schüssel dahingestellt haben, ist das ganze Wasser heraus und die Leute überhaupt kein Wasser gehabt. Da hat Dr. Lukas den Leuten nicht geholfen. Die Leute haben gar nichts gehabt, am reinen Boden haben sie geschlafen. Überhaupt keine Decke, gar nichts gehabt. Da konnten Leute helfen. Wer war denn der Lagerführer? Lagerführer, das hat zu Frauenlager gehört. Und wer war das? Wer war in dem Stammlager damals Lagerführer?
Das ist in der Abschnitt 3 gewesen. Ja. Das war Aufseherin. Wer war denn Lagerführer, verantwortlicher Lagerführer? Das war kein Lagerführer, da war ein Aufseherin da. Das war Frauenlager. Ja, es muss aber doch irgendeinen Lagerführer oder Lagerführerin für diesen Abschnitt des Lagers verantwortlich gewesen sein. Ja, das waren schon, das waren Aufseherin. Ja, Aufseherin. Ein Oberaufseherin da, ja. Oberaufseherin. Aber den Namen kann ich ja nicht sagen. Und das Lager unterstand dem der Kommandantur Birkenau oder Auschwitz I? Nee, gestand unter der Kommandantur, wie die ganze... Das Lager unterstand der Kommandantur, das war nur eine Kommandantur. Bei uns, da war Kommandantur 1 Auschwitz. Man sagt heute Kommandantur 2, Kommandantur 3. Ich habe gekannt nur eine Kommandantur, aber keine drei Kommandanturen habe ich gekannt. Bei uns war nur eine Kommandantur und das war Auschwitz 1. Ja. Wenn Sie heute am Telefon sitzen, wir haben Dienst und Sie rufen, geben die Stärke durch, wenn der Appell zu Ende ist und Sie stepseln da auf Kommandantur 1. Sie haben nur drei Anschlüsse. Ja. Schutzhaftlager für Auschwitz und Vermittlung Birkenau. Und Kommandantur 1, Kommandantur Auschwitz. Ja, Sie können nur Kommandantur Auschwitz anrufen, aber keine Kommandantur Birkenau. Wenn Sie Kommandantur Birkenau anrufen wollen oder Kompanie, dann müssen Sie Vermittlung anrufen und Vermittlung tut sich verbinden mit der Kompanie. Aber Kommandantur 1 ist direkt mit Schutzhaftlager verbunden von Birkenau. Ja. Deswegen, weil ich kenne ja nur eine Kommandantur. Und wieso kannten Sie diese Zustände in Mexiko so genau? Das war doch über die Straße. Ja. Haben Sie sich angesehen oder hatten Sie dort etwas zu tun? Da habe ich Wasser hingebracht. Sie haben Wasser hingebracht? Ja. Jeden Morgen nach dem Ausrücken ein Fass Wasser. Ja. 1000 Liter waren. Und warum haben Sie nicht zwei Fässer Wasser hingebracht? Das kann ich Ihnen erzählen. Ja. Wenn ich Befehl kriege. Bitte? Wenn ich Befehl kriege, ein Fass Wasser zu bringen. Von wem haben Sie den Befehl bekommen? Von Arbeitseinsatz. Vom Arbeitseinsatz. Jawohl. Wer war der maßgebliche Mann? Kraul. Kraul. Jawohl. Ja. Und der Kraul sagt, heute Morgen, jeden Morgen um 8:30, jeden Morgen ist er an der Lagerdienst. Ja. Der holt die Musikkapelle nach dem Ausrücken. Ja. Ja. Die Musikkapelle tut Wasser an den Kranen, ja. Ein Schlauch wird voll Wasser gemacht und damit herübergefahren. Da sind noch ein paar Schritte. Ja. Mit der Kapelle hin Wasser holen, ja. Ja. Ab, austeilen, ja. Also austeilen. Aufgemacht in den Kranen, jeder läuft vorbei, da kriegen 20 Mann Wasser, das andere ist außer. Ja. Das haben Sie also selbst miterlebt? Habe ich ja selbst miterlebt. Ja. Mhm. Da waren da Jüdinnen gewesen, ja. Schreiberinnen, Slowakei oder Tschechoslowakei, wo sie waren. Eine hieß Zili. Da hat sie immer gesagt, Block 4, bringen Sie noch einmal ein Fass Wasser. Ich kann nicht. Ich kann nur ein Fass Wasser bringen. Ich habe Befehl, ein Fass Wasser zu bringen. Hm. Ah ja, wenn Sie wollen, können Sie noch einen bringen, sag ich. Das ist schwer. Ich kann mittags bringen, noch ein Fass Wasser. Wenn die fort sind, zwischen 12 und 1, wenn die alle essen sind, da kann ich das zweite Fass Wasser bringen. Ja, weil ich Befehl habe, nur ein Fass Wasser zu bringen, kann ich halt zwei bringen. Ist unmöglich. Aber über Mittag kann ich den bringen. Und wenn die Ausländer nichts dagegen haben, kann ich bringen. Wenn die Ausländer sagen, nein ist nein. Da sind die Mädchen gegangen. Zu der Ausländer sagt, ja, der kann uns mittags nur Wasser bringen. Von uns aus haben die Ausländer gesagt, kann er ruhig bringen. Wasser. Aber ich habe nichts gesagt. Da wollte keiner was gesagt haben. Da habe ich denen mittags Wasser auch mitgebracht, manchmal. Nicht jeden Tag, nur wenn ich Lagerdienst hatte, ja. Dafür hatten wir manchmal ein paar Zigaretten gegeben. Mir nicht. Ich hatte Zigaretten nicht gebraucht. Aber die habe ich ja die Ausländer gegeben. Die Zigaretten haben gesagt, da fahren Sie hin, solange Sie wollen, Wasser. Mhm. Da konnte ich Mittag nur Wasser bringen, aber sonst nur auf Befehl ein Fass Wasser. Das zweite Fass konnte ich gar nicht bringen. Mhm. Schwarz konnte ich bringen, einmal also Fass voll Wasser. Da kann die Zili sagen, Zili lebt ja in Tschechoslowakei oder in Slowakei. Da war der Schreiberin, ja. Ein jüdisches Mädchen. Haben Sie denn einmal gemeldet, dass das so wäre, dass nur 20 Personen Wasser bekommen könnten und die übrigen leer ausgingen? Das haben die Herren doch selber gesehen. Welche Herren? Der Herr Lukas hat da auch gesehen. Ja, und der Herr Lukas war ja nicht Kommandant von dem Lager. Der war doch Lagerarzt. Lagerarzt. Er konnte sagen, 3-10 Fass Wasser konnte man hinbringen. Ja. Hat aber keinem Mensch geholfen. Wollte kein Mensch sagen. Der konnte auch sagen, die Leute kriegen ein paar Decken. Da hat er keine Decken gegeben. Ja, Decken und der Kommandant und der Arbeitsdienstführer oder wer sonst verantwortlich war, konnten die denn nicht sagen? Die wussten, da brauche ich doch kein medizinisches Studium dazu, um zu wissen, dass ein Fass Wasser nicht für so und so viel 1000 Menschen ausreicht. Ja, was meinst du, das Lagerdienst, was der Arbeitsdienstführer sich gekümmert hat, hat gesagt, hat Befehl hier, schriftlich, ein Fass Haben Wasser. Haben Sie denn dem Lagerführer oder dem Arbeitsdienstführer einmal gesagt? Ich habe den Lagerführer gesagt, Baretzky, lassen Sie das. Wer ist denn der Lagerführer? Schwarzhuber, war unser Lagerführer. Schwarzhuber. Ich habe damit nichts zu tun, merken Sie einmal für alle Mal, das handelt sich hier um Juden. Ja. Heute kann man es gut sagen, war so und so, das war anders. Wenn früher ein Jud keinen Schuh gehabt hat und haben gesagt, hey, der Mann hat keinen Schuh, hat er gesagt, das haben sie, müssen endlich mal begreifen, dass es sich um Juden handelt, sagte. So haben sie Antwort gekriegt. So ist nicht so, wie man heute hier sagt.
Ich will Ihnen ein anderes Beispiel geben. Die Leute haben keinen Schuh. Sie bringen 20 Paar Schuhe. Sie schmeißen zwischen zwei Blöcke 20 Paar Schuhe. 10 Paar Schuhe sind neu und 10 Paar Schuhe sind alt. Schlechte. Die holen die schlechte Schuhe. Die neue Schuhe lassen sie liegen. Der holt keinen neuen Schuh. Das sind 10 Paar ganz neue Schuhe. Der holt, packt keiner an. Der sagt, warum holst du neue Schuhe? Nein, sagt er. Entweder laufe ich dann nachher abends barfuß herein oder bin ich tot. Weil die Schuhe werden auf Kommando abgeholt und werden sie nicht gegeben, wenn sie wieder totgeschlagen. Und die Schuhe werden verkauft an Zivilisten. Aber der alte Schuh sagt, holt mir keiner ab. Aber die neue Schuhe holen mir ab und gehen sie abends, wenn sie einricken. Im Schnee, Herbst, Matsch, da laufen die Juden barfuß. Und dann, wenn man was sagt, da stehen die Herren Offiziere am Tor, wenn sie einricken, da lachen sie noch dabei. Wenn sie was sagen, sagen sie, müssen sie einmal doch endlich mal merken, dass es sich um Juden handelt. So ist es in Auschwitz gewesen. Nicht, wenn man hier das sagt, hier sagt man das ganz anders. Da konnten sie gar nicht, haben da Elin zugeguckt und dort nicht helfen. Wenn der Mann gekommen ist, haben sie gesagt, wo hast du deine Schuhe? Sie haben sie mir abgeholt. Ja, wer hat die abgeholt? Er wollte gar nicht sagen, wer ihn abgeholt hat. Der Vorarbeiter oder Kapo die Schuhe abgeholt, ja. Der Mann hat nichts gesagt, musste barfuß einricken. Da stehen der Herren Offiziere da und gucken zu, wenn sie einricken abends. Und da lachen sie noch. So waren in Auschwitz gewesen. Aber nicht, wie man hier das sagt. Herr Walensky, sagen Sie mal, ist es richtig, das, was uns einige Zeugen hier gesagt haben, dass in dem Lager in Mexiko auch Häftlinge ohne jede Bekleidung untergebracht waren, dass die also quasi nackt dort gelebt haben? Sie mal, das kann man ja gar nicht beschreiben. Ist das denn richtig? Das ist ganz hundertprozentig wahr. Da hat einer anderen abgeholt. Die Leute konnten gar nicht aufstehen. Also, das Auschwitz war noch, das Lager D, B, C, das war doch Gold dagegen gegen Mexiko. Die Leute, also, die waren ja wie, das kann man gar nicht beschreiben, wie die Leute ausgesehen haben. Die haben, wenn sie vorbeigekommen sind, haben sie angeguckt, dass die Leute werden schon alle übergedreht. Die konnten fast gar nichts zu essen. Was ist denn mit den Leuten geworden, die im Lager Mexiko waren? Durch Hohenstein sind sie alle gegangen. Alles vergast. Und wissen die Beste hat man herausgeholt und nachher, man hat gesagt, was wollen Sie mit den Leuten da? Warum stellen Sie die Leute dahin? Die sollen abgehärtet werden. Ja, waren das alles Juden da im Lager? Alles Juden waren das. Waren das ungarische Juden? Das wissen Sie nicht. Ungarische genau. Juden, können auch andere gewesen sein. Wer ist denn dafür verantwortlich gewesen, dass die vergast worden sind? Ja, wie der andere auch. Bitte? Das kann ich Ihnen, wer genau verantwortlich dafür gewesen war, das kann ich ja nicht sagen. Haben Sie noch eine zeitliche Erinnerung, wann das gewesen ist? Sind die auf einmal vergast worden? Auf einmal, das war im April. Im April 1944? Ja. Mhm. So Elend hat es noch nirgends gegeben, wie da hingegeben hat der Elend. Denn die neuen Baracken, das waren schöne Baracken mit Fenstern und alles. Ja. Aber kein Bett, kein Pritsch, gar nichts, reiner Boden, boom, auswärtig, kein Decke, gar nichts hatten die Leute gehabt. Ist das nach dem April nochmal belegt worden, das Nein, Lager? Nein, das war noch einmal belegt. Und das Lager ist ja, das war so ein schwarzer Lager, da wusste kein Mensch, was mit dem Lager ist. Das Lager wurde ja bewacht, nicht von der SS, da ist ja kein Draht gar nichts gewesen an dem Lager. Kein Stacheldraht wie hier, das war ein normales Stacheldraht. Da war kein gar nichts, da hat kein Zaum nichts gewesen, nur die mittelste Baracke waren das besetzt, die zwei Reihen, also bis die Hälfte. Ja. Und da ist ja gar nicht von der SS bewacht, die Posten, die da standen, das waren Polizeiposten, die standen Tag und Nacht, also ohne Tiere, wir standen am Boden, ja. Die Leute die konnten euch allein lassen, da hätte ja kein Mensch da weggegangen, ja, da konnte ja keiner weggehen. Die alten Häftlinge, da waren ein paar Schreiberinnen, ein Schreiberin-Mädchen, die konnten ja gar nichts machen. Die Leute konnten ja gar nichts, fast gar nichts zu essen. Ja, ich wollte Sie gerade fragen, wie war denn das mit dem Essen dort? Sie sagten also ein Fass Wasser am Tag. Haben Sie beobachten können, ob und was die Leute da zu essen bekommen haben? Herr Staatsanwalt, also das kann man Ihnen doch, das Essen kommt dahin. Jetzt kommen Leute von der Baracke heraus, ja, für zu essen. Ja, wer der erste Essen kriegt, am meisten wird das Essen ja umgeschmissen. Weil die sich alle danach drängen, ja. Das kann man ja gar nicht beschreiben. Die Leute die fliegen ja drauf und da flint alles um und dann tun sie vom Boden und da knien sie, kriechen sie alle da drüber. Also das ist ja unmöglich, das kann man ja gar nicht beschreiben. Wenn da einer konnte helfen, da konnte einer helfen, aber da hat keiner geholfen. Da hat dann gesagt, lass sie durch die Schornstein gehen. Alles war jedes zweite Wort für die Schornstein. Und heute wollen sie, nein, das verstehe ich wirklich nicht. Und das waren lauter Frauen dort? Waren lauter Frauen. Waren dort auch Kinder? Kinder waren dort keine, nur Frauen. Ja. Also Kinder kann man Kinder nennen, 15 Jahre vielleicht, 14 Jahre, das kann man ja auch Kinder schon nennen. Aber die sind auch da gewesen. Ja, Dankeschön. Herr Höcker, ich möchte Sie doch nur noch mal fragen, das war zwar im April, bemerken werden, da waren Sie noch nicht da, als dieses Lager vergast wurde, wenn es im April gewesen ist. Aber ich möchte... Weil
Wenn man heute sagt, was war das für Datum? Ich wusste im Ausschuss nicht das Datum. Man fragt heute den Häftling, was war das für Datum? Woher soll ich wissen? Hat er keinen Kalender gehabt? Ich habe auch keinen Kalender gehabt. Wenn ich ja gezählt habe, zählt an die Knochen, was für ein Tag ist. Das habe ich gelernt von Häftling. Ich habe keinen Kalender, ich habe gar nichts. Ja. Wir wollen uns auch da, ich will Ihnen da in dieser Beziehung auch gar keinen Vorhalt machen. Ich will Ihnen lediglich nochmal vorhalten, Herr Höcker, das, was der Angeklagte Baretzky allgemein sagt. Heute sagen die Herren, Sie haben von nichts gewusst. Fühlen Sie sich da nicht auch getroffen? Über die Vorgänge in Birkenau kann ich Ihnen keinerlei Angaben machen. Ich war nie da, ich habe derartige Verhältnisse nicht gehört und nicht gesehen. Und Sie hatten also auch nie etwas erfahren von den Transporten, die auf der Rampe ankommen? Darüber habe ich ja in meiner Einlassung meine Aussage gemacht. Da wollen Sie jetzt nicht, dazu wollen Sie jetzt nichts mehr sagen? Weiter habe ich dazu nichts zu sagen. Sie haben dazu wirklich nichts mehr zu sagen? Dankeschön. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Lukas. Herr Dr. Lukas, von dem Lager Mexiko haben Sie uns bisher nie etwas gesagt. Wollen Sie sich bitte dazu äußern? Ja, ich bin nie im Lager Mexiko gewesen. Den Namen Mexiko, den habe ich hier zum ersten Mal gehört. Ich bin kein Lagerarzt in Mexiko gewesen. Das werden sicherlich auch die im Zigeunerlager waren, bezeugen können. Das heißt also die wesentlich die polnischen Ärzte und auch jüdische Ärzte. Ja, keine Fragen. Keine Fragen mehr, dann nehmen Sie bitte Platz.